Was hat es mit der Aussage auf sich, dass der US-Dollar bald nicht mehr die wichtigste Leitwährung ist? Willkommen bei Politik und Wirtschaft Extra Talk. Die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sind seit Jahren bestrebt, die Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel zu durchbrechen. Insbesondere die Entwicklungs- und Schwellenländer leiden immer wieder unter den Entscheidungen der US-Zentralbank, die sich in erster Linie um den US-Markt kümmert und dabei Kollateralschäden im Ausland in Kauf nimmt. Hinzu kommt der Umstand, dass Washington das Recht hat, Dollarbestände jederzeit einzufrieren und die Nutzung zu untersagen. Um diesem System entgegenzuwirken, gehen die BRICS-Staaten neue Wege. Der erste Schritt ist die Verwendung der eigenen Währungen im bilateralen Handel, wie ZB inzwischen auch zwischen China und Brasilien, aber das ist noch längst nicht alles. Der stellvertretende Vorsitzende der russischen Staatsduma, Alexander Babakov, kündigte an, dass die Staatengruppe beim bevorstehenden Gipfeltreffen der BRICS im südafrikanischen Durban eine neue Währung vorstellen werde. Diese neue Währung wird voraussichtlich nicht nur an den Wert von Gold, sondern auch an andere Produktgruppen, seltene Erden oder Erde, gekoppelt sein. Das Ziel ist eine grundlegend neue Währung, die den Gesetzen der jeweiligen Nationen folgt. Innerhalb der BRICS könnte wahrscheinlich eine einheitliche Währung entstehen, die nicht nur die nationalen Währungen stärkt, sondern auch den Handel und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert. Die Idee einer gemeinsamen Reservewährung der BRICS-Länder wurde bereits im Jahr 2018 beim Baldi Club diskutiert. Die neue Reservewährung sollte in Anlehnung an die Sonderziehungsrechte, SZR, des Internationalen Währungsfonds, IWF, eine Korbwährung der BRICS-Währungen sein. Der Name für die neue Reservewährung, R5 oder R5 Plus, basierte auf den Anfangsbuchstaben der BRICS-Währungen, die alle mit dem Buchstaben R beginnen, Real, Rubel, Rupi, Renminbi, Rand. Die BRICS-Staaten streben damit eine multipolare Weltordnung an und wollen den Dollar-Dominanz den Kampf ansagen. Durch die Schaffung einer neuen Währung, die durch Gold und Rohstoffe gedeckt ist, wird diese auch für viele rohstoffexportierende Länder interessant. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Idee einer neuen BRICS-Währung weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen sie auf die globale Wirtschaft haben wird. Falls Sie uns unterstützen möchten, können Sie das mit dem Kauf eines dieser T-Shirts tun. Vielen Dank! Was denken Sie über die momentane Situation? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Video liken und teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Ihr Extra-Talk-Team.